So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tschernobyl Lied. Ja, so, ja, wir sind stabil soweit. Warte mal, wieso komme ich nicht auf meinen... Wieso habe ich keinen Zugriff auf meinen... Ich kann nicht machen... Ah, warte mal. Essen. Kein Essen. Halbe Ration, normale Essensration. Wir machen erstmal normale Essensration, ne? Genau dasselbe machen wir auch. Gleiche Ration wie Igor. Annehmen. Jawohl. Wir sind ja momentan noch gar nicht so viele, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Okay. Schon wieder was erlebt heute, wa? Wir brauchen auf jeden Fall wieder mal Verbündete. Erstmal gucken, dass wir mal gucken, ob wir was Neues bauen können. So. Was wäre denn wichtig? Holzwände? Nein. Das nicht, aber... Was ist das? Holzwand? Nein. Aber... Okay. Das sind die Betten. Da habe ich ja vorgesorgt. Das sind einfach nur Möbel, ne? Sag mal, man muss da jetzt unbedingt die Holzwand angucken. Das nervt so ein bisschen. Was ist denn das jetzt alles? Das sind Generatoren, ne? Genau. Da haben wir noch gar keine besseren am Start. Deswegen macht das nicht so wirklich viel Sinn. Das sind unsere Betten. Ja gut, wir hätten bis hierhin so ein schönes Bett. Aber ich habe den Couchen gegönnt, ne? Besser als Schlafsack, oder? Ich tue ihm halt, was man kann für meine Crew, ne? Also da bin ich echt wirklich... Wirklich hinterher, ne? Also da muss ich auch sagen, die können auch wirklich von Glück reden. Ne? Dass ich, ja, genau. Was ist das? Laserschnittmaschine. Mit einer Laser kannst du gehärtetes Metall des Trimetall-Qualität Möbel bauen. Oh, warte mal, die wollte ich darin bauen. Warte. Wo war die jetzt hin? Da. Die würde hier ganz gut in die Ecke reinpassen, ne? Okay, warum passt die hier nicht in die Ecke rein, ey? Was? Da passt die rein? Und wenn ich die jetzt hier so ranmache? Ne, hier geht auch nicht, ne? Quer. Ein bisschen quer hast du mehr. Hier ist einfach nur so ein... Das, nee, das ist eine richtige Werkbank hier, ne? Daneben. Na, komm. Sehr gut. Gut, jetzt haben wir sowas hingebaut und wir brauchen das gar nicht. Das ist auch nicht schlecht. Lass mal ganz kurz bei den Flinten gucken. Ey, ich hab doch eine... Kann ich nicht... Das ist nur Revolverbank, ne? Für mehr ist das nicht da. Ich hab ja noch eine AK, ne? Und die... Da kann ich nichts bauen, wa? Warte mal eben. Hier, AK-47 habe ich zwei Stück davon. Warte mal. Was können wir noch bauen? Ja, warte mal. Was haben wir denn hier? Bauwerkzeuge, genau. Huch, was ist das? Arbeitstisch, den haben wir ja schon gebaut. Laserschnittmaschine haben wir auch schon gebaut. Tschernobylit-Werkzeuge. Ja, das Ding brauche ich, ne? Aber dafür habe ich nicht genügend Elektro... Ja, scheiße, ne? Ach, ficken. Was habe ich nicht gesagt? Sowas Böses nehme ich nicht in den Mund. Ach, Freunde. Was ist denn das noch? Luftwäschegerät. Ja. Hm. Luftreinigungsgerät, Luftwäschegerät. Hört sich langweilig an, ne? Luftwäschegerät. Ja, wir brauchten unbedingt ein Luftwäschegerät heute. Deswegen habe ich mein ganzes Geld für ein Luftwäschegerät. Arbeitstisch. Wäsche, Tschernobyl-Liedwerkzeug, genau. Das ist schade. Hier ist nur Möbel. Warte mal, hoch. Nein. Manchmal ist es schon ziemlich anstrengend, ne? Das sind so Kochsachen, ne? Was ist das? Waffenbank. Das ist doch mal was. Kannst du zylindrische Läufe... Ich kann tatsächlich damit selber, Dings, eine Revolverbank, Schrotflinten. Gewehr aufrüsten, verbessern, Prävention. Okay, was ist das? Teilchenbeschleuniger, Digga, ehrlich. Railgun. Jetzt geht's aber los. So, wir machen diese Waffenbank hier, möchte ich hier auch noch. Können wir die... Passt die noch neben... Okay, mal gucken. Ja! So habe ich mir das vorgestellt. Sowas in der Richtung. Okay, dann lass uns mal schauen. Was mache ich mit den anderen?
Die ich habe mit den anderen, wir schon. Wow. Körperwärme. Frage ist, haben die schwarzen Stalker auch Körperwärme? Mal Korn, ja? Was machen wir da jetzt rauf? Körperwärme-Dings? Oder jetzt einfach nur so ein Rotpunkt? Ja, wir machen so ein Rotpunkt-Ding drauf. Oder was ist das? So. Dann haben wir Magazine. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Weil das nachrüsten könnte. Größtes Magazin. Dafür fehlt uns Kräuter. Wir brauchen Kräuter für ein großes Magazin. So Trommelmagazine. Fehlt uns auch noch Kräuter. Dreck. Also brauchen wir definitiv jetzt ein paar Kräuterschnee. Damit das hier ein bisschen besser lübt hier wieder bei uns. Schalldämpfer, ne? Verkürzt die Reichweite, aber... Hier, Reichweite, Schaden hier dadurch erhöht. Also am besten wäre natürlich echt das oder das. Gut, der macht den Schaden klar, ne? Aber den hier, ich glaube, wir nehmen den hier mal. Okay, aber ich glaube, mehr können wir jetzt tatsächlich nicht machen. Lass uns doch mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwas mit dem Griff machen können. Das wäre noch ziemlich nice, glaube ich. Das sind die Visieraufsätze. Gut, da können wir was definitiv machen. Gut. Was ist denn unsere Gepimpte denn jetzt? Die ist das, ne? Die anderen alle, die müsste ich irgendwie... Was kann ich damit machen? Was, wenn ich die jetzt hier... Warte, würde ich die jetzt benennen, aufteilen? Ach so. Blöd. Hä? Nein, das ist da jetzt drauf. Und den... Schnellmenü. Machen wir den auf... Was mache ich mit dem Rest? Was kann ich mit den anderen Dingens machen? Mit den anderen... Kann ich die verschenken oder so? An hier, ihn hier? Хочешь поболтать немного? Да? Ты что-то хотел обсудить? Ну, вообще... Может, расскажешь о себе? Ты ведь из Канады? Да. Мой дед перебрался туда из Украины, пока еще была возможность. Я вырос в семье военных. И порядки у нас были заведены военные. Вся родня моя была прямолинейной, как ствол ружья. Так меня и воспитывали. Вроде хорошо, а вроде и не очень. Видимо, не бывает идеальных семей. Да уж. Грехи отцов преследуют нас даже после их смерти. Знаешь, что хуже, чем расти в семье с помешанным на контроле батей? Расти в семье помешанного на контроле бати... Который к тому же отставной полковник и чертов миллионер. Да уж, похоже, с тебя много требовали. Ну да. Только родне всегда казалось, что я недостаточно стараюсь. Даже когда я дослужился до второй объединенной оперативной группы, самого элитного подразделения канадской армии. Выше просто некуда. Но я не сдавался. В итоге мне выделили свой батальон. А потом случилась катастрофа. Мы попали в засаду возле Эр-Раки в Сирии. Тогда всех перебили, кроме меня. Каждый день я мечтаю вернуться и все исправить. Мне очень жаль, Оливер. Представляю себе, как это было тяжело. Да это до сих пор тяжело. Я так и не вернулся домой после этого. Все решили, что я погиб, исполняя свой долг. Лучше пусть меня в Канаде считают мертвым героем, чем живым неудачником. Да уж,
Ничего себе история. Я уверен, ты сможешь примириться со своим прошлым, Оливер. Genau, Oliver. Ты сильный человек. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Trainieren. Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Ich brauche eigentlich gar nichts. Ich würde... Was denn? Gasmaskenfilter. Das kann ich nicht geben, ne? Doch. Kann ich nicht geben. Schade. Aber zumindest habe ich ihn jetzt mal ein bisschen, ja. Was gegeben. Gut, lass uns gucken. Nächste Mission. Wenn wir überhaupt schon loslegen können. Aber ich glaube, es wird nachts. Deswegen sollen wir da ein bisschen... Wisst ihr, wir sollen ja jetzt schlafen. Ein Haierbutzle machen. Träume wieder? Oder geht diese Nacht ohne Träume mal vorbei? Ja. Nein, wir... Ja, schön. Dann lass uns loslegen. Wir müssen gleich direkt, Mission. Wir nehmen mal diese Hauptmission an, die wir uns da... Und zwar das Auge von Moskau. Das war eine Hauptmission und dieses Tolpatschi hier. Okay. Oh, warte mal, lass uns... Ja, das können wir gleich machen, ne? F zuweisen. Sollen wir ihn eine Mission machen lassen? Das Problem ist, er kriegt das ja immer nicht hin. Ne, das ist ja das immer. Aber eine Lebensmittelbeschaffung wäre nett, wenn er schaffen würde. Jetzt hat diesmal auch eine Waffe dabei. Zuweisen. Und los geht's, Mission. Ja. Vielleicht schafft er es diesmal. Er kann uns noch mal ein paar Nahrung... Das Gute ist, dass man die Mission noch mal macht. Ты правда доверяешь Михаилу? Может, этот чокнутый тебя просто загипнотизировал, и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет. И ты окажешься на прицеле у НАР. На ком? Rein jetzt in diese Mission. Das Auge von Nachmittag. Nachmittag? Okay, das sieht sehr... Das ist Nachmittag, ja? Ist direkt ein Böser hier? Городской совет народных депутатов. Ага. Уважаемые товарищи. Алло. Wir gehen in eine radioaktive Zone rein. Das ist nicht so besonders gut. Wir dürfen nicht vom Weg abkommen. Lass uns da nicht ablenken lassen. Scheinbar nur ein Lied. Oh. Lass mich raus. Das ist verstrahlt hier. Oh, scheiße. Ja, dass man bei einigen Sachen, die man den Brenner noch nicht hat, ne? Wir müssen umlegen. Apropos, wir müssen unbedingt ein paar Sachen finden. Ohne geht einfach nicht. Neues Level erreicht, schon wieder werde ich gereicht. Okay. Nur mit Loot geht es uns gut. Ja, das sieht aus wie eine... Mit mir. Я, Татьяна Амалиева, беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья. И обещаю любить тебя, чтить и уважать. Быть тебе верной и не отрекаться от тебя. Okay. Пока...
Dankeschön. Ach, wie schön, die Bühne zu heiraten. Lieben Ehren, wird uns nichts verwehren. Was ist hier los? Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. Надо только дыхание перевести. А нам разве не нужно убегать от монстра? Что? Не беспокойся, я выдумал это, чтобы избавиться от тех дикарей. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Audentum est fortis, audio tips minus. Okay, это Gesundheit. Это латынь? Что это значит? Это значит, тебе нужно было лучше учиться в школе, гражданин. А что? А теперь иди, пока настоящий монстр не объявился. Hätte den mal nicht gerettet, wa? Idiot. Oh. Dafür musste ein guter Soldat sterben. Ein oder zwei. In diese Richtung müssen wir hin. Hier offensichtlich, das ist der Vogeltyp hier. Ja, mal eben über 1000 Kilometer. Ja, ja klar, da rennen wir hin. Machen wir. Items, Sachen finden, Loot. Den hätten wir mal nicht das Leben retten sollen, ne? Man muss mal überlegen, wen man alles abknallt und wen nicht. Dafür, dass es eine Hauptmission ist, ist hier echt wenig los, ne? Ich hätte gedacht, hier ist jetzt richtig was los. Oh, noch mehr Löwenzahn. Da hinten ist noch was. Meine Frühstück ist auch nicht schlecht. Meine Fresse, ey. Dieses Impulsding ist ganz schön. Da ist ganz schön wenig Saft drauf, ne? Nichts, gar nichts. Schade. Nichts. Was ist das? Okay. Not today. Okay, hier geht's links. Da gibt's eine Nebenmission hier vorne. Wir sind hier schon fast in der Hauptmission, aber... Bist du bescheuert? Alter, geht hier noch irgendwie was bei dir los? Hier macht er erstmal fette Love Parade, Alter. Ну-ка, стоять! Ты на территории Припятской братвы! Ja, der Pripyat der Bratwurst. Где я? Братва! Bratwurst! Ну, Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Ich habe hier gelebt, bevor diese... Spinne überhaupt, ne? Warte, bestätige es. Na, egal, komm. Да, я турист. Меня зовут Игорь. А что такое? Братва этим местом советует.
Припятская братва, вот что такое, понял, а? И ты будешь подчиняться нашим правилам, турист Игорь. Что это за братва такая? Братва? Это... Ну, это Саня, Гриша, Олежка, Вован и Лёха. И Евгений. О, Вася, вас. И где все эти ребята? О, ща. Ща прикину. Саню арестовали. Гришу застрелили. Олег ёбнул... Нет, Олег разбился. Ja, siehst du, dann haben wir mit dir kein Problem. Вован утонул, а Лёха передознулся. Dann entsorgen wir dich doch gleich. Только Евгений остался. Я так понял, Евгений... Это ты? Евгений? Это я. Последний герой. Теперь я и есть Припятская братва. И я тут правила устанавливаю. Понял, турист? Ага, вроде понял. Ты тут правила устанавливаешь? Вот, вот и ладушки. Ох, нравишься ты мне. Okay. Главное, запомни правило номер один. С нами шутки плохи. Никто не рискует связываться с Припятской братвой. А ты умеешь слушать. Я решил, тебе Was? Можно присоединиться к нашей банде. Nein. Можешь быть моим этим, бля, заместителем. Это большая честь. Спасибо. Макума сэдиот хат. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая... Глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Физио. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Вот, держи одну коробку безвозмездно. Yeah. То есть даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет, брат твой. Окей. Dankeschön. Ich bin hier für dich. Мне пора идти. Братва Форева! Игорь! Ja, du auf die Bratwurst. Okay, los geht's. Ah, hier sind wir. Alles klar. Was für ein Idiot, hä? Und er macht so laut Musik, Alter, ehrlich. Das ist der Hammer. Okay, da war noch was. Die Baumpilze sind echt gut. Da kann man sich Holzscheiß mit bauen. Aus Baumpilze. Warum auch immer aus Baumpilze, hä? Alter, guck mal, was hier alles los ist, Digga. Was haben wir hier? Der pennt, oder? Da pennt einfach einer. Nicht schlecht. Der schnarcht ganz schön laut. Der hat auch nicht viel gehabt hier, wa? Okay. Warum geht's weiter? Lass mal schauen. Oh, hier komme ich gar nicht längs. Schade. Na komm. Werden andere Leute eigentlich auch von den schwarzen Stalker verfolgt? Wäre jetzt die Frage, ne? Aber mal ein paar Soldaten abknallen, das macht schon Sinn. Yay.
Eigentlich wollte ich noch in dieses Haus da rein, ne? Da drin sind was. Da drin ist auch was. Schade, ich dachte, das wäre Löwenzahn oder so ein Scheiß. Warum ist es hier so dunkel, Alter, ehrlich? So. Das sind Items. Items, Items, Items. Einräumen. Da haben wir nochmal Löwenzahn. Sehr gut, das brauchen wir auch ganz dringend. Ah, das knirscht und krischt hier alles. Das ist ein bisschen gruselig. Okay. Zurück zum Plan. Hier ist auch was drin. Bloß die Frage ist, wie kommen wir hier rein in die Häuser? Hm? Und wollen wir es überhaupt? Ja, da ist ziemlich viel Shit drin halt. Aber es ist so dunkel, ich sehe überhaupt nichts. Hm, da war ich schon mal. Habe ich versucht reinzugehen. Das ist doch hier, der, das ist doch mein Penner in der Nähe. Naja, dann komm. Dann. Das muss doch hier irgendwo fucking Weg reingehen, ne? Da. Solange keine Stalker sind. Digga, das ist gruselig. Ach je, schon wieder so eine Puppe. Aber das ist verstörend hier. Die Schatten an der Wand. Irgendwie hat man das Gefühl, man möchte in solchen Häusern wieder unbedingt raus, ne? Man möchte hier nicht den Tag verbringen. Wieder solche Schatten. Meine Idee ist, das sind die Portale der schwarzen Stalker. Vielleicht gehen sie da durch und dann hinterlassen sie solche Schatten oder so. Dann lieber mal ausrüsten. Aha. Aufregend. Ah, hier kann ich natürlich nicht durch. Eine Etage tiefer. Ja, das ist ja Mist. Genau nebenan, aber da komme ich nicht. Ja, natürlich komme ich da ran. Genau nebenan, da komme ich nicht ran. Kann ich in die Etage tiefer laufen? Na, ich denke mal, hier ist es ein bisschen zu. Naja, hier ist Tschernobyl drin. Oh. Okay. Boah, die Puppen überall, ne? Das macht es nicht sehr viel einfacher alles. Okay, dann lass uns raus. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel wird immer dunkler und dunkler. Ja, da kommen wir eh nicht. Okay. Uiuiui. Immer raus. Einfach raus. Einfach raus.
Items nicht durch. Hier wäre ein Spinner, war doch irgendwie. Ah. Ist hier im Haus drin, oder? Immer diese Bilder hier, ne? Was? Was war denn los? Das Gute ist, wenn man aus... Ui. Warum können die denn so etwas? Hier sind Generatoren. Frag nach Татьяна, dann nach Сначала я хочу кое-что спросить. Я ищу женщину. Женщину? Ну, баб здесь немного. Тебе бы в Киев или хотя бы в Славутич. Я не о проститутках. Я ищу конкретную женщину. Татьяну Амалиеву. Прости, не видел здесь никаких Татьян. Слушай, время идет. Давай уже к делу. Вот и славно. Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать. Плевать. Необычно. Но нам не подойдет. Как насчет Панцеркамфваген? Что, нравится, а? Отлично. Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он-то тебе и нужен. И? И ты загрузишь хак, который откроет тебе доступ. Я тебя проинструктирую. Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. Начнем операцию «Панцеркамфваген». Все, погнали наш «Панцеркамфваген», дружище. Конец связи. Окей. Panzerkampfwagen. Ja, okay. So, dann lass uns mal versuchen, hier wieder wegzukommen, damit wir zum Laster gehen können. Um unsere Mission zu beginnen. Genau, beginnen. Wo ist denn gerade um die Ecke geheizt? Aha, man muss doch mal gucken, wo der ist. Hier, dann haben wir hier. Guck doch mal ein bisschen genau. Sind das böse Leute oder gute Leute? Sind das böse Leute oder gute Leute? Hallo Fremde, der Freund oder Feind? Очень черный. Was, nur einer? Ernsthaft? Okay. Guck dich. Alter Digga. Wieso macht mir das einen Knack weg, wenn ich hier die Leute wegknalle? Richtig schwer. Wie der Knochen hier rausguckt aus dem Kopf. Das ist gut, das ist mein Job. Leute töten. Okay, da wäre. Da wäre. Михаил, ноутбук у меня. Говори, что делать. Крутяк! Вообще огонь! Теперь набери www.hardisalonelyhunter.com.
sweet lonely boy will meet Sugar Mom. Крутое имя, скажи. Запускай файл и вуаля. Теперь у тебя есть доступ к их базе данных. Если ты, конечно, ничего не напутал. Теперь следующий шаг. Добраться до вышки связи и нанести последний удар. Кстати, Игорь, пока ты не ушел, поищи там чего-нибудь, что тебе надо. Ты же вроде как хотел Татьяну найти. Я. Оливер прав. В базе НАР должно быть что-то и о Татьяне. Какого хрена? Нельзя этого делать! Если ты начнешь там рыться, они залочат доступ, и мы упустим шанс выкрутить их цифровые яйца! Не забывай, что тебе еще надо добраться до вышки связи и загрузить вирус! Ты сможешь их как-то отвлечь? Ну, конечно же! А я прямо ждал, когда ж ты это спросишь? Pip, 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 pip. Upp. Okay. So. Da sollen wir hin. Das ist unser nächster Auftrag. Und Kinderchen, wir sehen, wie es weiter ausgeht in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.